Und hallo, willkommen zurück zu The Technomancer. Ich habe noch ein bisschen was im Hals, das tut mir leid. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Gute Frage, warum machen wir uns jetzt auf den Weg? Wir müssen erstmal gucken, wo der Drop ist. Da, das Journal. Wir suchen. Patience muss ich noch suchen, aber wir machen erstmal noch die Nebensachen. Das heißt, wir müssen nach dem Vater suchen. Und ich muss noch, ja, Elisa Major, mal gucken, dass ich die noch sozusagen überzeugen kann. Ich speichere nochmal schnell. Ganz schnell. Neuer Speicherstand, ja. Ich bin ja mit Nisha noch um einiges intimer geworden. Jetzt ein paar. Und so. Wenn wir Mans um Hilfe bitten. Was war hier? Dann Dolo um Hilfe bitten. Elisa Major um Hilfe bitten. Was war hier noch? Finde den Rover. Achso, in die Wüste muss ich erstmal. Wir gehen erstmal in die Wüste, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns um die anderen Sachen später. Los geht's. Tracks? Just something to help me understand how a top reacher like my dad could get lost on Eos Chasma, one of the easiest fucking roads on the planet. My guess? He got into an accident. Something he couldn't avoid. It's happened to us after all. Maybe. I just want to find out. That's all I'm asking. I don't... I fear I may be getting sick. Sorry, Scott. I understand that looking for the remains of your best friend is probably painful, but Amelia deserves answers. Sometimes the past just gives us answers we were afraid to know. I just hope that won't be the case this time. Even if we find the rover wreck, it'd be easy pickings for a passing scavenger or thief. So there might not be much left. The fuck you say that for? Sorry, I just don't want you to get your hopes up. Whoa, Amelia, ease up. I know you want answers, but it's probably best not to crash while looking for a crash site. You kidding me? Wonder what you'd say if we actually went fast. I guess everyone's version of moderate is different. Damn, the rover's still here. I would have bet it would have been scrapped by now. Well, some parts are goners, but most of it's still here. Yeah. Look, Amelia, I'm sorry, but... this time, I don't have any doubt. I know. Thanks, Nisha. But yeah, I knew he was dead. I just wanted to know how and why, you know? And I still plan to, with what's here. Ja, ihr habt auf jeden Fall beide unterschiedliche Vorstellungen. Und das abgefahren ist, ich stehe mittendrin. Ha. Nein, aber im Ernst. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Natürlich. Ja, kommt der hier. Komm, 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 komm. Noch mehr. Komm her hier. Komm, komm. Was ist denn was los hier? Ich hoffe nur, dass noch was Großes unterwegs ist. Hey, lass Nisha in Ruhe. Hey, Mixer. Haben wir jetzt Ruhe hier? Alles gut? Ich hoffe nur, Nisha kann jetzt auch ein bisschen mehr aushalten. Okay. Der sieht ziemlich im Eimer aus. Das ist eine Kiste. Hier liegen auch ganz viele Reste rum. Ich finde das super, dass Nisha dabei ist. Dann kann ich alles aufmachen. Ich habe gerade Großmeisterhandschuhe. Hier sind Großmeisterhandschuhe und Großmeisterplatten drin. Toll, jetzt habe ich mich total gepimpt, ey. Und jetzt habe ich schon ein neues, geiles Zeug gefunden hier. Da sind überall Kisten. Das fällt mir jetzt erst auf. Sollte man nicht außerhalb der Sonne sein? Ist das nicht ein bisschen heftig? Ich renne jetzt hier rum. Vorher musste ich mich immer verstecken. Und jetzt renne ich hier einfach in der Sonne rum. Da liegt noch was im Sand. Das mache ich gleich auf. So, jetzt können wir uns das Ganze mal ein bisschen angucken. Looks like we found a tablet. And it still works. Scott, I don't know if you'll ever get this message. It doesn't really matter now, I guess. Of my own peace, I just need to... so many things I wish I could tell you. My last thoughts and breaths are filled with regrets. I can't even blame you for sabotaging my rover.
I was supposed to be your friend. I was supposed to be there for you. I was supposed to try to empathize with all the hurt and fear you were going through. But all I can bring myself to care about is making you stop obsessing about your son. Make you go back to being your old self for my own benefit. To have my old friend back. It was selfish. I was selfish, even from the outset. The only reason I ever helped was just to help bring an end to the obsessing. And in the end, my own obsession with that goal led me to take away your son so you would stop. I wanted to take him so far away that you'd have no recourse but to give up hope. But you figured me out. You stopped me, and now I'm paying for it. I'm so thirsty. The rover is becoming unbearably hot. Unbearably hot. Forgive me, my friend, as I forgive you. Tell my daughter I'm sorry for not being courageous enough to keep her by my side. I should have fought for her, stopped her from being taken away from me. Between the two of us, you were always the better father, good to your boy, and here I am. Sid, never mind. Farewell, Scott. Take good care of Amelia for me, my friend. I can't even... He was here the whole time? Not even that far from Ophir. If I ever find out who sabotaged his rover, who's responsible for him dying? You find something? Ooh. Das ist jetzt schwierig. Das ist voll fies, Mann. Was mache ich denn jetzt? Die prügelt doch den Shit raus, Scott. Sie hat ja eigentlich verdient, die Antworten zu haben. Er hat seinen Rover sabotiert und darum ist er draufgegangen. Aber dafür hat ihr Vater auch seinen Sohn weggebracht. Das ist jetzt schwierig. Ich will ja eigentlich die Truppe so behalten, wie sie ist, aber sie zu belügen wäre jetzt auch ein bisschen fies und ich weiß aber nicht, ob sie damit klarkommt, weil ich brauche sie eigentlich noch an meiner Seite. Gute Frage. Ich kann auch nicht speichern, das ist jetzt doof. Wir probieren das jetzt einfach aus. Ich gebe ihr das Tablet und ich hoffe, sie prügelt jetzt nicht die Scheiße aus Scott raus. Das wäre uncool, weil, ja. Yeah, I found this. There's a message on it, Amelia. One you're not gonna be happy to hear. Whatever it is, it's better than not knowing the truth. Give it. Scott, I don't know if you'll ever get this message. I can't even blame you for sabotaging. I was supposed to be there for you. I was supposed to try to empathize with all the hurt. The only reason I ever helped was just to help that goal and end to the obsessing so far away that you'd tell my daughter I'm sorry, but to give up hope. Courageous enough to keep her by my side. So I should have fought. The rover takes good care of Amelia for me, my friend. Where the hell, Scott? Where is he? Durchsucht das Gebiet und rette Scott. Muss ich Amelia jetzt... Darf ich nicht? I found my father's rover and a tablet he left. You're a fucking murderer. And to think I called you a friend all these years. What are you... What tablet? What? You're gonna pay for his death. I promise I'm gonna make you pay. Sie überreden ihn nicht zu töten, auf die Freundschaft berufen, damit sie ihn nicht tötet. Hm.
probier's mit Charisma. Würde ich sagen. Stop, Amelia. You have to stop. Your dad forgave him, and now it's your turn to do the same. Your dad felt more pity for Scott than anything. Felt sorry he prevented him from helping his son. Stop, please. What Scott did was awful, but killing him's not gonna bring your dad back. Look at him. You want him to pay, let him continue living. His life's nothing but suffering for him. I don't give a shit. I barely knew my dad because of him. You fucking pathetic old piece of shit. Get the fuck out. Just get out. Get out before I change my mind. Karma plus 2. Mann, das war aber... Aber sie musste die Wahrheit erfahren. Das war wichtig. Ich habe ja auch Nisha geholfen und das würde ich für die anderen auch alle machen. Ich muss Oscott noch sagen, ja, wie es aussieht, ne, mit seinem Sohn eigentlich. Ich weiß es nur nicht, ist er noch da? Ich hoffe, er ist noch in meiner Truppe. Kann ich hier noch was erledigen oder war es das jetzt hier? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe die Quest abgeschlossen. Überzeugt in diese Nachforschung anzustellen. Das muss ich also doch noch machen. Ich hätte erst Captain Elisa Major nachfragen. Also egal, dann habe ich es halt ein bisschen anders gemacht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Hier war ja sonst nichts mehr. Wir gehen jetzt nach U4 zurück. Es gibt viel zu tun, ja. Sorry, Amelia. Leave me alone. This is what I fear. It is better to let the dead rest. So, you guys don't think it's kind of toasty? Amelia, look at me. You have to move on. You cannot change the past. All we can do is make the best of the time we have. Shut up! Da kann man jetzt nicht viel machen. Einfach in Ruhe lassen, würde ich pauschal behaupten. Das wäre so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da machen sollte. Aber naja. So, ich muss jetzt... Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss viele Dinge erledigen. Ja, muss ich. Ich müsste eigentlich mal speichern. Das wäre eine gute Idee. Sicher, sicher. Ich habe schon hier so viel gemacht und nicht gespeichert. So. Okay, ich müsste als erstes mit Elisa Major sprechen. Das heißt, ich müsste zurück nach oben. Kann ich den Fahrstuhl? Doch, ich kann den Fahrstuhl nehmen, glaube ich. Und ich kann schon wieder nicht laufen. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Das kommt, weil ich zu viel Kram dabei habe. Kann ich, da war da oben war noch eine Baustation, kann ich nicht irgendwas basteln, um leichter zu werden? Ich bin hier immer nur rumjoggen, weil ich so viel trage. Das gibt's doch nicht. So, da oben kann ich was basteln. Dann werde ich mal gucken, ob ich gerade was basteln kann. Um einfach leichter zu werden. Ich muss da gucken. Gesundheitsinjektion habe ich 49. Sehe ich gerade wenig, muss ich zugeben. Konzentrationsinjektion habe ich auch genug. Springfallen könnte ich noch mehr gebrauchen. Oh, nee, so viel wollte ich nicht. Ich kann so viel gar nicht machen. 12 kann ich machen. 13. Dann machen wir 13, ja. Okay, jetzt noch Gesundheitsinjektionen kann ich 3 machen. Wow. Okay, kann ich jetzt laufen wieder? Ja, ich kann wieder laufen. Juhu, ich bin wieder leichter. Wahrscheinlich nehme ich jetzt wieder eine Sache mit und dann kann ich wieder nicht laufen. Wie immer. Okay. Auf geht's. Ja, das ist schwierig. Ich bin froh, dass ich mein Charisma noch ein bisschen hochgeschustert habe. Und dass ich den Leuten zumindest ein bisschen ins Gewissen reden kann, weil ich der Meinung bin, der Weg ist der richtige. Ob das wirklich der richtige ist, ist eine andere Sache. Ach, das war zu spät, war zu lang. Ich bin der Meinung, das ist der richtige. Ey, Alter. Was schießen hier? Ich kann die anderen zu schießen. Ich glaube, ich spinne.
Komm schon. Mit dem Schild, ich hoffe, der macht Fischer da nicht so viele Probleme. Jetzt kommen wir denkst ein bisschen Action wieder rein. Hier auch, ihr seid ja der Kräfte dabei. Sehr gut. Das Schild ist noch übrig. Kann ich hinter dich? Jetzt kann ich dich prügeln, sehr gut. Lass dich stehen. Von hinten geht's immer. Ne, warte, das klingt irgendwie falsch. Nisha, sehr nice. Okay, ich prügel mich jetzt mal in der nächsten Episode, würde ich sagen, zu Elisa Major durch. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Episode. Also mach's gut und bis dahin. Ciao.